Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, die wirklich durchgängig nur gute Bücher hatte. Also wirklich 3 Bücher, 2 Highlight und ein ganz knapp vorbei an Highlight-Buch und wirklich eine tolle, tolle Lesewoche. Zudem habe ich in der Woche auch 2 Filme geschaut, die mich sehr begeistert haben. Und ich glaube, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ja, so ein bisschen im herbstlichen Design. Ich liebe diese Farbe. Ich habe auch gerade einen Tag gedreht, der sich auch so ein bisschen in dem Herbst dreht. Den seht ihr dann, glaube ich, am Dienstag. Ich glaube, so ist die Taktung. Und da habe ich jetzt gedacht, ich bleibe in diesem kuscheligen, schönen Pulli einfach hier sitzen und drehe dann auch direkt die Bücherwoche. Das passt auch gerade so ganz gut. Ja, der Herbst ist da mit morgendlichen Temperaturen, durchaus irgendwas zwischen 0 und 3 Grad. Und ich denke mir so, pui. Ja, für Ende September, jetzt Anfang Oktober, ist das natürlich schon ein bisschen sehr frisch, wie ich finde. Aber gut, das Wochenende war leider nicht ganz so wanderfreudig wie sonst. Wir haben ja wirklich sonst immer an den Wochenenden mindestens eine Wanderung so von 2,5 bis 4 Stunden gemacht. Diesen freien Freitag, den ich hatte, und der Samstag waren durchgängig verregnet. Und ich bin noch niemand, der im Regen dann auch irgendwie durch den Wald läuft. Also das macht für mich gefühlt nicht ganz so viel Sinn. Am Sonntag haben wir aber das Zeitfenster genutzt für einen Spaziergang und das war dann auch richtig schön. Ja, jetzt brauchen wir im Grunde schon Zeitfenster zum Spazierengehen. Aber ja, es wird mir definitiv sehr fehlen, jetzt nicht mehr jeden Tag rausgehen zu können, ist das falsche Wort, aber der Drang, bei schönem Wetter rauszugehen, ist für mich einfach ein anderer, als dann zu sagen, naja, jetzt gehe ich halt doch mal raus, auch wenn es nicht so schön ist. Ja, es ist einfach so. Von daher muss ich mir jetzt irgendwie eine Alternative suchen. Und Thermenzeit und Schwimmzeit gibt es in diesem Jahr auch nicht, Solariumszeit auch nicht, also es mal sehen, was der Herbst dann jetzt so ein bisschen bringt, außer Kälte. Man kann sich ja dann im Grunde nur schön gemütlich zu Hause machen. Ja, ansonsten ist, glaube ich, in der letzten Woche auch nicht so viel passiert. Ich hatte den Freitag frei. Wir hatten so ein bisschen familiäre Feierlichkeiten und ich bin ja jemand, der definitiv sagt, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und dementsprechend habe ich mir den Tag freigenommen, war auch richtig schön, hatte einen schönen Tag, schöne Feier und war das Wochenende einfach ein bisschen länger. Und ich finde schon, dass so 3 Tage Wochenende, das hat schon was sehr, sehr Feines. Ja, also muss man definitiv sagen. Zu den Büchern der Woche. Das erste Buch, was ich beendet habe in dieser Woche, ist Die Chroniken von Alice 2, Die schwarze Königin von Christina Henry. Habe ich wieder zusammen mit der lieben Becky gelesen. Gehört habe ich das Buch Anna von Sue Monk Kidd. Ein historischer Roman, würde ich tatsächlich so sagen. Und als letztes beendet habe ich dann Nordblut 2, Spiel der Götter von Mira Valentin. Ebenfalls historische High Fantasy, das mixt so ein bisschen die beiden anderen Genres, wenn man so möchte. Und da habe ich mich auch sehr auf die Fortsetzung gefreut. Und filmtechnisch, da kommen wir dann danach dazu. Wir starten wie immer mit den Büchern, und zwar Die Chroniken von Alice, der zweite Teil, Die schwarze Königin von Christina Henry. Ein Highlight-Buch, eine Highlight-Reihe. Sowohl Band 1 wie auch Band 2 haben mich total begeistert und gefesselt. Und ich war sehr, sehr gespannt, was der zweite Band für uns bereithalten wird, da wir ja den ersten Band wirklich sehr gefeiert haben. Wir sind die liebe Becky und ich. Wir haben den ersten Teil schon zusammen gelesen, haben das jetzt beim zweiten Teil auch gemacht, haben beim zweiten Teil aber die Schwierigkeit gehabt, dass es überhaupt keine Kapitel gab. Ich glaube, das Buch hatte einen Prolog, einen Teil 1 und einen Teil 2 und dazwischen keine Absätze, keine großen Trennungen oder Kapiteldinge. Und das war natürlich zum einen Teil ein bisschen ungünstig, aber wir haben das irgendwie hinbekommen. Es ist wohl keine weitere Alice-Geschichte geplant, zumindest finde ich hinten keine Informationen mehr dazu, sondern dass im März wird Peter Pan folgen, im Oktober nächsten Jahres die Meerjungfrau und ab März 2022 kommt dann Rotkäppchen. Und es geht hier wohl nicht weiter mit Alice und ich finde auch, das Ende ist durchaus ein Ende, was ein Ende sein kann. Das ist jetzt hingemacht. Ja, sehr schön an den echten Büchern ist so ein bisschen auch der Buchschnitt, dass wir hier im Grunde so Spuren haben. Das finde ich richtig schön gemacht, die sich hier drin dann auch weiterführen. Also optisch wirklich beide Bücher sehr, sehr gelungen und richtige Highlights im Regal. Und da gehören sie definitiv auch hin. Zum zweiten Band kann ich jetzt gar nicht tatsächlich so viel erzählen, denn er setzt direkt nach dem Erzählen von Band 1 ein. Ich packe euch mal meine Bücherwoche zum ersten Teil unten in die Infobox. Da findet ihr auch wie immer alle Buchinformationen. Also schaut da gerne mal vorbei.
Wir treffen hier auf, ja, es ist eine Märchenadaption zu Alice im Wunderland. Fangen wir vielleicht mal damit an. Es ist eine sehr düstere, brutale, derbe Adaption. Man muss sich hier nicht eine erwachsene Alice oder so vorstellen, die wieder ins wunderschöne Wunderland kommt. Nein, denn es ist im Grunde kein Wunderland, sondern es ist ein Horrorland und es passieren ganz schreckliche Dinge dort. Und Alice war eben im Wunderland, ist da sehr verstört wiedergekommen. Die Eltern haben das nicht in den Griff bekommen und haben sie dann in eine Irrenanstalt gepackt. Und dort trifft sie auf ihren, ja, im Grunde Kollegen in der anderen Zelle, auf Hatcher. Und da kann man sich jetzt schon überlegen, wer könnte das sein vom Namen her. Und ja, beide halten Kontakt über ein Loch am Boden. Und ich glaube, die Irrenanstalt im ersten Teil abbrennt, können sie gemeinsam fliehen und müssen auch vor dem Chepperwalk fliehen, der im Keller der Irrenanstalt war. Und dann begleiten wir die beiden im Grunde auf der Flucht, treffen in dieser Unterwelt dann zum Beispiel auch auf Grinser, auf das weiße Kaninchen, auf das Walross und allerhand andere düstere Gestalten, die aber nicht unbedingt in Märchenfigurgestalt daherkommen, sondern ja schon in Menschengestalt. Und ja, wir begleiten die beiden durch die Reise ins Wunderland. Hatcher erzählt uns von seiner Vergangenheit, so tut es auch Alice. Und beide verbindet eben etwas und ja, das erfahren wir so ein bisschen. Und die Geschichte wird im zweiten Teil eben weitergesponnen. Wir haben hier wirklich eine bildgewaltige Fantasy-Geschichte und die ist wirklich sehr düster, sehr direkt, sehr blutig, sehr gewaltvoll. Und man muss da schon manchmal ganz schön schlucken und auch mal den Atem anhalten. Also das war im ersten Teil so, das ging im zweiten so weiter. Der Anfang war tatsächlich ein bisschen langsamer zum Reinkommen. Wir hatten auch so ein bisschen den Rückblick, den uns ein bekannter Charakter im Grunde gibt. Trotz der etwas Langsamkeit so in den ersten 50, 60 Seiten ist es direkt sehr bildgewaltig. Es packt einen wieder, es nimmt einen mit und man wird förmlich so eingezogen in diese Geschichte. Und es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Also wenn man Alice im Wunderland mag und vielleicht auch einfach einen Bezug dazu hat, dann findet man hier so viele Anspielungen und ja, einfach Dinge, die einem bekannt vorkommen, die irgendwie abgewandelt da sind. Und das macht einfach unglaublichen Spaß zu entdecken, zu mitzuraten und mit Alice diesen Weg eben einfach zu gehen. Man muss es definitiv mögen. Also man muss da ganz schön was aushalten. Ich bin ganz froh, dass es den Tieren drin allen soweit gut geht. Es ist manchmal ganz schön heftig. Also es ist schon sehr gewaltvoll, auch explizit dargestellt und auch sehr blutig und derb. Und auch die Sprache ist schon sehr, ja. Also man muss sowas mögen, man muss sich darauf einstellen. Es ist keine nette Märchengeschichte, sondern es ist hier wirklich die ganz dunkle Seite des Wunderlandes. Und das Besondere ist aber, dass es trotzdem eine gewisse Emotionalität weckt, man also doch sehr mitfiebert, sehr mitgeht und es emotional für mich auch sehr aufwühlend war, hier so ein bisschen ein Teil dieser Geschichte zu sein, zu werden. Und ja, es ist großartige High Fantasy, Dark Fantasy könnte man vielleicht auch dazu sagen, wenn man so ein Subgenre geben möchte, die mich überraschend gut unterhalten hat, die mich sehr mitgerissen hat, die sprachlich wirklich groß ist, episch ist, die bildhaft erzählt. Man hat die Charaktere vor Augen, die Welt vor Augen, wenn man hier durch den Wald läuft, man hört förmlich die Blätter rascheln und sieht auch den Wald vor sich. Man hat die Charaktere direkt vor Augen. Es läuft ein Film ab. Ich finde, das macht Christina Henry wirklich großartig. Und ich freue mich mega auf den Peter Pan im nächsten Jahr, weil ich glaube, dass auch ja, zum Nimmerland durchaus sehr gruselige Geschichten erzählt werden können, wenn da Kinder einfach verschwinden. Und ja, ich glaube, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Also das macht, finde ich, Christina Henry wirklich großartig. Die englischen Bücher gibt es, glaube ich, durchgängig alle schon. Ich glaube, Peter Pan ist dann ja Lost Boys. Ich weiß gar nicht, wie hier, ob das einfach auch eine Alice war. Das steht ja manchmal auch hier drin, wie denn der Originaltitel hieß. Ach, der hieß einfach nur Red Queen. Okay, also die rote Königin tatsächlich. Was ich gerade irritierend finde, weil es geht hier ja eigentlich um die schwarze Königin. Ich bin gerade irritiert. Aber vielleicht haben wir einfach eine schwarze Königin draus gemacht und eigentlich so, das würde nochmal ganz anderen Sinn geben, wenn es eigentlich die rote und nicht die so viel zu meinen Gedanken. Ich kann es absolut empfehlen. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Ist für mich definitiv eine Reihe, die ein Jahreshighlight wird und oder ist und die mich wirklich sehr, sehr begeistert hat. Von Fantasy gehen wir weiter in, ja, im Grunde einen historischen Roman. Wir sprechen über das Buch Anna von Sue Monk Kidd.
ein Buch, das mich sehr, sehr neugierig gemacht hat aufgrund des im Klappentext erwähnten Zeitalters, in dem es spielt, nämlich um die Zeit Jesu. Und ich möchte hier gar nichts christlich-religiöses aufmachen, sag ich mal, weil es das Buch im Grunde nichts christliches, religiöses in irgendeiner Art und Weise hat, außer dass man eben auf Jesus trifft und der eben ein Mann ist ein Mann mit sehr sanften Augen, langen Haaren, der etwas in diese Welt bringen möchte. Und man kann insofern etwas über die Bibel denken, wie man möchte. Das darf jeder frei tun, dafür bin ich absolut. Erwarte aber auch gleichzeitig eine Toleranz, wenn ich eben sage, ich glaube zum Beispiel nicht, was in der Bibel steht und halte dafür vieles einfach, auch ähnlich wie High Fantasy. Die Geschichte haben Menschen geschrieben, es ist im Grunde etwas Überliefertes, Übertragenes. Manches lässt sich historisch belegen, anderes nicht. Und bei den nicht historisch belegten Dingen hat eben einfach jemand eine Geschichte geschrieben und das ist eben einfach meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, ich bin da sehr offen, ich kann vieles verstehen, ich bin da sehr tolerant und möchte aber genauso diese Toleranz im Grunde einfach hier aufrufen, wenn wir uns in den Kommentaren über das Buch austauschen, weil es natürlich schon einen gewissen Zündstoff geben kann. Das möchte ich einfach vorneweg geben. Ich habe das Buch damals auf der Verlagsseite entdeckt und war einfach sehr angetan von der Idee, mal eine Geschichte um diese Zeit zu lesen und fand es schön, dass wir eben nicht die Geschichte von Jesu einfach erzählt bekommen, die man im Grunde schon kennt, sondern wir eigentlich eine andere Protagonistin haben. Und ich lese sonst historisch eher etwas, was später sozusagen in der Zeit ist, also näher an unsere Zeit. Oder wenn ich an meine Geschichten so aus dem alten Ägypten denke, dann liegt das ja nochmal 2.000, 3.000 Jahre zurück und ist dann eher schon schwieriger. Oder wenn man auch an Troja denkt, das ist ja auch was Historisches, setze das mal in Anführungszeichen, was dann natürlich nochmal in einer ganz anderen Zeit spielt. Ich habe es mir als Hörbuch geholt, weil ich einfach dachte, dass das von dem Thema her etwas sein kann, was ich gerne höre, was mir vielleicht auch im Hören leichter fällt, und habe mir dann die Hörprobe angehört, von Tanja Fonaro gesprochen, und mich hat die Sprecherin sehr angesprochen und dementsprechend durfte es dann auch als Hörbuch bei mir einziehen. Die Geschichte beginnt im Jahr 16 nach Christi, also im Grunde im Jahr 16, wenn man so möchte, unserer Zeitrechnung, und wir treffen auf die junge Anna, die uns ihre Familie und auch ihren Glauben so ein bisschen näher bringt. Sie wohnt im von Römern besetzten Galiläa und lebt in einer wohlhabenden jüdischen Familie und erzählt uns da eben wirklich ihren Familienablauf, ihren Tagesablauf, ihr Leben. Erzählt uns auch so ein bisschen, dass sie eben ein recht kluges, auch vielleicht schon rebellisches Mädchen war und die einen sehr liebenswerten Vater hat, der ihr dann auch Schreiben und Lesen beibringt oder beibringen lässt und sie im Grunde das Ziel im Leben verfolgt, Geschichten von Frauen zu schreiben, niederzuschreiben, die eben überliefert sind, die in der Heiligen Schrift, der Bibel, wie wir sie kennen, eben im Grunde gar keine Rolle spielen, und sie möchte eben zeigen, dass es in der Vergangenheit und in ihrer Zeit eben starke Frauen gibt und dass man diese Geschichten auch hören und lesen sollte. Sie hat einen Bruder, Judas, und der ist so ähnlich rebellisch wie sie, hat aber dennoch ganz andere Gedanken, weil er vieles Religiöses direkt schon hinterfragt, auch was den Glauben angeht, was die Römer angeht, was diese ganze Herrschaft angeht. Und hat sich da auch ein bisschen von der Familie abgewandt. Und eines Tages trifft sie dann auf ihren zukünftigen Ehemann. Nein, das ist noch nicht Jesu, sondern sie wird erst einem Witwer versprochen. Es gibt da ein Gespräch zwischen dem Vater und dem besagten Mann. Und das ist natürlich für Anna überhaupt nichts. Einer arrangierten Ehe, da kann sie überhaupt nichts mit anfangen. Sie möchte den Mann frei wählen. Das führt natürlich zu Streitereien in der Familie. Geht sogar so weit, dass eben verschiedenste Dinge passieren. Und sie dann im Grunde in einem Versteck, in dem sie etwas versteckt, auf den jungen Mann Jesus trifft.
der sie eben durch die Sanftmut, die er ausstrahlt und auch ja, seine Gedanken, die er da schon hat, sehr beeindruckt und auch beide irgendwie merken, ja, da ist eine spezielle gedankliche Verbindung zwischeneinander. Und so lernen wir Anna kennen und auch so ein bisschen den Weg zu Jesus. Natürlich wird jetzt im Grunde schon mehr oder weniger im Klappentext gespoilert, dass sie die Frau Jesus ist, was ich sehr schade finde, weil das relativ spät in der Geschichte passiert. Also ich sag mal, ja, am Ende des ersten Drittels wird das im Grunde erst relevant, aber verkaufstechnisch ist das natürlich ein ganz wunderbares Argument und deswegen kann ich es, denke ich, jetzt auch hier einfach erzählen. Mich hat die Geschichte tatsächlich sehr begeistert. Sie hat mich sehr gut unterhalten, sie hat mich in diese Zeit zurückgebracht. Sie hat mir Anna sehr nahe gebracht. Das finde ich persönlich immer wichtig, auch bei historischen Romanen, dass man so eine Bezugsperson hat, mit der man auch in die Vergangenheit reist und die einem ihre Zeit im Grunde zeigt. Und das hat Anna schon bereits als junges Mädchen mit ihren 16 Jahren oder 14 Jahren sehr, sehr gut gemacht, indem sie uns ihre Familie beschrieben hat, ihren Alltag, das Leben, was auch die Religion von ihr fordert und möchte und hat uns auch schon ihre Ungerechtigkeiten erzählt, wie eben Frauen damals behandelt wurden, wie Frauen in ihrer Religion behandelt werden, was da in irgendwelchen Schriften steht und dass sie eben da schon sich denkt, das kann doch eigentlich gar nicht stimmen, wie kann ein Gott so ungerecht sein und die im Grunde schon in ihren jungen Jahren und zur damaligen Zeit die richtigen Fragen gestellt hat, nämlich auch die ich in dem Alter tatsächlich gestellt habe, wenn auch aus anderen Beweggründen. Und das erzählt sie uns wirklich richtig, richtig gut. Auch ihr ganzer Weg ist sehr lebendig beschrieben. Es ist, finde ich, zu keiner Zeit langweilig. Es passiert immer wieder was. Es gibt Wendungen, die sehr spannend sind, die sehr interessant sind. Und man hat wirklich so das Gefühl, man ist in dieser Zeit angekommen. Also es ist wirklich schön, was die Autorin hier schafft, ja, uns diese Welt oder diese Zeit so näher zu bringen. Wer jetzt erwartet, dass das ein religiöses Buch ist, der uns hin zum Glauben führt, der uns im Grunde auch die Gedanken von Jesu näher bringt, den muss ich enttäuschen, denn das ist, und das fand ich tatsächlich sehr positiv, nur ein Randthema. Überhaupt ist Jesus nur ein Nebencharakter, der Anna zwar schon beeinflusst und auch wahrscheinlich zu Entscheidungen führt, die sie alleine oder mit jemand anderem nicht getroffen hätte. Aber man hätte aus Jesus auch einfach Michael machen können und hätte das im Grunde auch einfach so erzählen können. Denn Jesus geht natürlich seinen Weg, der uns Christen im Grunde bekannt ist aus der Bibel. Und da weiß man dann natürlich auch, wie die Geschichte für ihn endet. Und das spielt natürlich auch in die Geschichte hier mit rein. Und aber auf ganz andere Art und Weise. Also wir sind hier viel, viel näher an Anna dran und bekommen hier die Geschichte einer starken Frau erzählt, die sich eben tatsächlich so ein bisschen gegen diese ganzen Glaubensdebatten stellt, die eine sehr starke Meinung hat, die vieles hinterfragt, die zum Teil keine Antworten auf ihre Fragen bekommt, wie es ja heute zum Teil auch der Fall ist, und die aber selbst so starke Argumente einfach für die starken Frauen findet, für die sie dann im Grunde spricht und deren Gedanken sie im Grunde niederschreiben möchte, dass das wirklich ganz, ganz viel Kraft hat. Und das fand ich tatsächlich sehr faszinierend und sehr beeindruckend, wie Anna gestaltet wurde. Ich hatte mit Anna so ein, zwei Probleme, weil ich sie in mancher Hinsicht sehr egoistisch fand und mich gerade aus den Beweggründen, warum sie egoistisch handelt, ich das nicht ganz gut fand, weil sie es an anderer Stelle eben, also sie handelt im Grunde so, wie sie es bei jemand anderen bemängelt. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört. Und auch dieser Egoismus. Aber das Problem ist natürlich immer bei Missionierenden, dass sie ja gefühlt immer sehr egoistisch sind und ihre Gedanken sind die richtigen. Oder auch die Gedanken, die sie bekommen, sind die richtigen. Und das hat gefühlt dann eigentlich schon wieder gepasst. Aber hat für mich Anna an mancher Stelle sehr unsympathisch wirken lassen. Das passiert nicht häufig, das sind so zwei, drei Wendungen, wo ich mir dachte, warum machst du das jetzt? Und warum mit dieser Begründung? Also man kann den Weg ja auch mit weniger egoistischen Gedanken gehen. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass da der Autorin vielleicht nichts anderes eingefallen ist, sie diesen Weg gehen zu lassen.
Die Autorin sagt dann im Epilog auch, dass sie eben in dieser Geschichte Frauen eine Rolle geben wollte, die sich dem Rollenbild ihrer Zeit im Grunde widersetzen. Und ich finde, das hat sie richtig gut gemacht. Also ich finde, diese Geschichte passt in jede Zeit. Jede Zeit hat ihre starken Frauen, natürlich auch die starken Männer. Ich möchte hier gar nicht jetzt nur die starken Frauen betonen, denn es gibt auch Männer, die sehr viel in ihrer Zeit getan haben, um etwas auf dieser Welt zu verändern. Aber bei Anna ist eben gerade aus dieser religiösen Glaubenssicht natürlich das Frauenbild, ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht in den Religionen, in den großen Religionen sprechen. Das ist ja eher ja, sehr wenig gesät und es gibt nur sehr wenig große, starke Frauen. Also gefühlt bis gar nicht, beziehungsweise wissen wir ja dann, welche Rollen Frauen da einnehmen. Das ist natürlich schon etwas, was durchaus diskussionswürdig ist, würde ich sagen. Und ja, was natürlich sich bis heute auch noch hält. Also, ja, muss man ja ganz klar so sagen. Ja, ich wollte nicht zu kritisch werden oder zu religiös oder, ja, aber es spielt natürlich mit rein, weil es einfach meine Meinung natürlich beeinflusst, wie ich denke, wie ich erzogen bin, was ich mir selbst anerzogen habe oder was ich mich belesen habe. Das spielt natürlich hier schon rein. Aber so ganz objektiv betrachtet finde ich es einfach schön, dass Anna eben Geschichten schreibt über Frauen, die eben in den Heiligen Schriften nicht gut wegkommen oder gar nicht, die gar nicht in Erwähnung finden, aber trotzdem noch damals überliefert waren. Und das fand ich tatsächlich super spannend. Es gibt sehr viele historische Figuren, die im Grunde mehr oder weniger belegt sind. Man kann ja auch durchaus sagen, dass Jesus und seine Familie historisch belegt sind, wenn man eben die Bibel als historischen Roman hernimmt oder als historisch belegten Roman, Geschichte, Buch. Ja, es gibt natürlich Dinge, die einfach passiert sind zur damaligen Zeit, die auch wirklich geschichtlich dargelegt sind, die man nachvollziehen kann. Es gibt da eben auch die Könige und die Herrscher, deren Namen eben tatsächlich verankert sind, auch was die Römerzeiten und die Ägypter angeht. Da kann man ja wirklich historisch Belegtes finden. Wir finden hier neben Jesus, der bekannten Person, eben natürlich auch Judas, von dem wir jetzt schon gehört haben. Es wird aber auch Johannes eine Rolle spielen. Auch die Brüder von Jesus finden, oder auch eine Schwester, finden ihren Weg. Auch Maria, die wir kennen. Und es gibt viele Fakten, die man eben aus dieser Zeit dann auch kennt, die hier eine Rolle spielen, die mit eingewoben werden. Ich möchte aber wirklich betonen, dass diese Glaubensgeschichte und dieses religiöse, missionierende, dass das wirklich ein minimaler Teil der Geschichte ist. Und ich fand das einfach gut. Ich fand das so gut, dass Anna nicht nur einfach jemand war, der hinterhergelaufen ist, der Gedanken übernommen hat, sondern einfach ein Charakter war, die selbst gedacht hat und ja, ihre Gedanken auch ausgesprochen hat. Also ein sehr interessantes Buch. Weswegen es nicht ganz zum Highlight gereicht hat, war tatsächlich die sehr moderne Sprache, die, wie ich finde, schon recht gut ist, weil man so einen guten Bezug bekommt zum Charakter, zu dieser Welt, zu dieser Zeit. Aber mir war es an mancher Stelle einfach zu modern. Also ich finde schon, dass zu einem historischen Roman auch ein bisschen historische Sprache gehört, dass man eben damals seine Eltern nicht geduzt hat, sondern gesiezt hat. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie das im alten Galiläa war, aber ja, es ist ja, es gibt so Dinge, die man einfach vielleicht auch aus Dokumentationen weiß und kennt. Und da hätte ich mir einfach so ein bisschen mehr gewünscht, dass das ein bisschen historischer angelehnt war. Natürlich ist es einfacher für uns Leser, wenn die Sprache ähnlich unserer ist. Ich finde aber, dass es einen historischen Roman ausmacht, dass man eben manchmal auch einfach Begrifflichkeiten findet, auch Umgangsformen, die vielleicht anders sind, die uns hier dann im Grunde einfach auch die Zeit näher bringen. Deswegen vielleicht so einen kleinen Sternabzug, aber alles in allem wirklich empfehlenswert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser Geschichte zu folgen, zu lauschen und kann auch die Sprecherin sehr empfehlen. Ich fand das wirklich auch als Hörbuch ganz toll und wird definitiv eine Geschichte sein, die ja, ein bisschen länger im Kopf bleibt und an die man sich gerne erinnert. Und das letzte Buch der Woche habe ich dann als E-Book gelesen, und zwar den zweiten Teil der Nordblut-Reihe von Mira Valentin mit dem Untertitel Spiel der Götter. Das Buch ist im September rausgekommen und ich hatte ja irgendwie nach der Alice-Reihe doch nochmal irgendwie Lust auf ein bisschen Fantasy und dachte dann, ja, jetzt liest du einfach Nordblut 2.
Ich habe mir das als E-Book geholt. Der erste Band ist ja damals dankenswerterweise von der lieben Mira Valentin mir zur Verfügung gestellt worden. Den zweiten habe ich mir im September, ich glaube am 2., 3. Erscheinungstag direkt als E-Book geholt. Ich muss einfach sagen, ist dieses Cover nicht schön. Es ist ja bereits so, dass der erste Teil richtig, richtig toll ist und den zweiten finde ich auch nochmal mega. Also er passt perfekt zur Geschichte, zur Reihe, natürlich auch zu Band 1. Ich bin so, so gespannt, was wir da im dritten und vierten covertechnisch noch erwarten können. Ich finde es wirklich toll. Der dritte Band ist bereits angekündigt mit dem Titel Zum Horizont, aber noch kein Datum. Und es wird definitiv auch noch einen vierten Teil geben. Da habe ich aber noch keinen Titel irgendwie dazu finden können. Und ich hatte einfach nach Alice Lust auf weitere Fantasy und hier dann im Grunde auch so ein bisschen was Historisches, denn wir sind ja irgendwie 1000 nach Christi in Island. Das heißt auch hier historisch und Fantasy im Mix. Passt irgendwie zur Woche, die ja auch in diesem Motto dann irgendwie stand. Die Geschichte, der zweite Band, setzt 3 Jahre nach dem Ende des ersten Bandes ein. Und ich packe euch mal meine Bücherwoche zum ersten Band auch unten in die Infobox, weil hier gilt natürlich das Gleiche wie bei Alice. Ganz so viel zum Inhalt kann ich einfach nicht verraten, weil sonst würde ich da vielleicht irgendwie was spoilern. Das möchte ich natürlich nicht. Im ersten Teil waren wir, wie gesagt, 1000 nach Christus in Island oder irgendwie um 1000. Und ja, wir lernen einige Bewohner von dort kennen, die uns auch ihre Geschichte erzählen. Und das eben auch mit einem ganz wunderbaren Perspektivwechsel, den ich sehr, sehr gelungen und auch spannend fand. Auch hier haben wir wieder verschiedene Perspektiven und bekommen dadurch wirklich einen richtig schönen Rundumblick zur Geschichte, zur aktuellen Situation, zur Lage, zu den Gewohnheiten der Menschen, zur Religion und Glaube und wie das im Grunde damals auch alles so ein bisschen war. Wir erfahren sehr, sehr viel über die Wikinger, die sich selbst noch gar nicht so nennen. Es kann hier eben auch einen Bezug zu Vikings geben, wo es ja auch eine Serie gibt, die ja sehr gefeiert wird, die ich noch nicht gesehen habe, aber die sehr oft mit diesem Buch so in einem Satz dann erwähnt wird. Wir erfahren sehr viel zu den nordischen Göttern. Das finde ich natürlich mega, weil bei Gottheiten bin ich ja definitiv dabei. Wenn auch nicht ganz so fit bei den nordischen Göttern, wie zum Beispiel bei den griechisch-ägyptischen. Aber ich lerne hier super gerne dazu. Und ja, ein großer Teil der Geschichte ist dann auch so ein bisschen die Missionierung der Nordvölker, wo man dann eben von den Gottheiten weggeht, auch nur zu einem Gott. Und war schon im ersten Teil ein großer Teil und das hat man definitiv hier auch im zweiten. Und der Titel mit Spiel der Götter lässt ja so ein bisschen vielleicht auch schon erahnen, dass es natürlich irgendwas mit diesem Thema zu tun hat. Manche Figuren sind hier auch historisch belegt, was ich richtig toll finde, denn ich habe dann am Ende auch irgendwann mal Wikipedia befragt, habe mich da hier eingelesen und finde einfach, dass Mira Valentin das ganz wunderbar recherchiert hat. Für mich gehört zu einem historischen Roman definitiv Recherche und die ist hier sehr gelungen. Also wenn man hier einfach mal nach etwas sucht und dann liest und kommt von einem ins nächste und dann noch tiefer, ich glaube, da kann man sich auch schnell drin verlieren und das ist ganz gut, dass Mira Valentin uns vor diesem Verlust ein wenig zurückhält. Und zu diesen historisch belegten Daten, Fakten, Geschichten kommt dann natürlich die Fantasy, die das alles noch wunderbar in Fiktion einwebt. Und das kann Mira Valentin unglaublich gut, das kann ich schon mal sagen. Also für mich auch der zweite Teil definitiv ein Highlight. Ich fand es einfach unglaublich toll. Es ist vielleicht ein bisschen kurz. Ich glaube, der zweite Teil hatte jetzt nur so knapp 250, 260 Seiten. Das hat sich irgendwie gefühlt in 2 Schwupsen, sag ich jetzt mal so schön, lesen lassen. Es war packend, es war bildhaft, es ist spannend, es ist bildgewaltig und es fühlt sich einfach unglaublich episch an. Und ja, man hat irgendwie kaum Luft, um durchzuatmen und verfolgt hier eine Geschichte, die wirklich großartig ist. Das Mittelalter-Setting kommt unglaublich gut rüber. Ich finde, Mira Valentin kann wunderbar Szenen beschreiben, Menschen, wie auch das ganze Umfeld wirkt, wie die Landschaft ist, wie Leute aussehen, gekleidet sind, wie sie sich fortbewegen. Das, finde ich, schafft sie auch richtig, richtig toll. Und neben diesem Mittelalter-Setting haben wir eben auch die Götter des Nordens und die Legenden da herum. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Das ist richtig, richtig, richtig toll. Die Charaktere sind sehr tiefgründig angelegt, großartig gezeichnet, mit tollen Entwicklungen.
Erfahrungen und spannenden Erzählsträngen und auch spannenden Gedanken. Und man hat sie auch förmlich vor Augen. Also man sieht einen Film ablaufen. Ich habe Gesichter vor Augen, Stimmen höre ich. Und das klingt gerade so komisch, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Also ganz, ganz toll, wie Mira Valentin das schafft. Und das gefällt mir wirklich gut. Ich frage mich, die Frau braucht einfach viel mehr Aufmerksamkeit, warum sie das nicht hat. Wobei, ich glaube, ihre Enyador-Reihe mit den Drachen, die soll ja irgendwie jetzt verfilmt werden. Das fände ich toll. Dann habe ich auch noch mehr einen Grund, die dann auch zu lesen. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Und ja, es ist durchgängig spannend. Ich komme hier von einem ins nächste. Und es ist auch wirklich, umso näher man dem Ende kam, umso gebannter saß ich davor und dachte, es ist doch gleich vorbei. Und dann sieht man ja unten irgendwie nur noch 20 Seiten und 10 Seiten. Und man denkt sich so, da fehlt noch so viel. Und im Grunde hat man jetzt auch erst die Hälfte der Geschichte gelesen. Es ist eine wirklich sehr facettenreiche Welt, bildgewaltig erzählt. Und ich bin so, so gespannt auf den dritten Teil, dessen Titel ja im Grunde auch schon so ein bisschen, was erwarten lässt. Und ich bin einfach super neugierig. Mir hat Spaß gemacht. Und das kann ich im Grunde zu allen drei Büchern dieser Woche sagen, dass sie mich super gut unterhalten haben, dass es mich immer gefreut hat, zu irgendeinem Buch zu greifen und dass ich da einfach sehr erfreut bin, dass ich die Geschichten entdeckt habe und gelesen habe. So, das soweit zu den Büchern. Natürlich könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr die Bücher schon kennt oder gerne Fantasy lest, Historisches. Schreibt mir das gerne, lasst uns da ein bisschen austauschen, was vielleicht auch euer letztes Buch war, euer letztes Highlight. Da bin ich auch immer sehr, sehr neugierig. Dann gab es filmtechnisch den dritten Teil der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan mit meinem Lieblings-Batman. Nein, ich werde jetzt gar nicht mehr so viel schwärmen. Ich habe The Dark Knight Rises geschaut mit einer unglaublich grandiosen Anne Hathaway als Catwoman, die ich einfach fantastisch finde. Alleine, wenn die vom Motorrad auf und absteigt. Hammer, wie die ihre Beine bewegt. Also das ist echt irre. Und ich mag tatsächlich auch die Chemie zwischen Christian Bale und Anna Hathaway unglaublich gut, gerne. Und ich mag den dritten Teil sehr gerne. Er ist für mich nicht das Highlight der Trilogie. Vielleicht sogar der schwächste Teil, weil er doch in der Mitte so ein bisschen langgezogen ist, muss ich tatsächlich sagen. Es gibt aber wunderbare Verknüpfungen und Ergänzungen zu dieser ganzen Batman-Welt und natürlich auch zu Teil 1 und 2, die einfach Spaß macht, die zu entdecken. Und das Ende, und nein, ich werde es jetzt natürlich nicht spoilern, ich liebe das. Ich sitze davor, ich feiere dieses Ende und habe gefühlt irgendwie ein Tränchen im Auge, weil noch etwas anderes passiert und dann kommt dieses Ende und ich sitze wirklich davor und ich feiere das und ich finde das so schön und ich ich liebe diese Trilogie und habe sie sehr, sehr genossen und und der zweite Film der Woche ist dann Enola Holmes, der seit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwie auf Netflix erschienen ist, war aber ursprünglich tatsächlich fürs Kino geplant, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, ist hochkarätig besetzt. Und als großer Sherlock-Fan dachte ich, muss ich mir natürlich auch die kleine Schwester von Sherlock Holmes einfach mal geben. Ja, Enola Holmes ist, glaube ich, jetzt keine Figur, die tatsächlich aus dem Kanon von Sir Arthur Conan Doyle da ist. Ich weiß, dass die Schwester, die es in der Sherlock-Reihe gibt, dass das schon eher übertragen ist irgendwie, wenn ich das richtig recherchiert habe. Enola Holmes ist tatsächlich einfach nur eine Fantasiefigur. Und ja, sie ist im Grunde die jüngere Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes, die gespielt werden von Henry Cavill und Sam Cleflin. Also wer möchte nicht solche großen Brüder haben? Ist grandios. Henry Cavill ist der Hammer. Ich liebe ihn ja als The Witcher und ich fand auch den Superman-Film mit ihm gar nicht so schlecht, auch wenn das nicht ganz mein Ding ist. Aber spätestens, wenn er dann mit Batman gegen Batman über Batman, dann muss man sich das natürlich angucken. Ich finde, er ist eine Spur zu gut aussehen für Sherlock Holmes, aber das tut ja der Sache jetzt keinen Abbruch. Und Sam Cleflin, den man unter anderem ja als Finnick kennt, von Tribute von Panem oder ein ganzes halbes Jahr als Will, ich finde den Hammer. Also ich liebe den. Ich liebe sein Mimikspiel und ich finde, er ist ein grandioser Mycroft Holmes. Man nimmt ihn, diesen doch etwas bösartigen Typen, richtig gut ab und mir hat das unfassbaren Spaß gemacht. Zudem treffen wir auf die Mutter Holmes und die wird gespielt von Helen Bonham Carter.
Leute, was soll ich dazu sagen, ne? Wenn Bellatrix Lestrange mal eine liebenswerte Mutter spielt, ist das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig und sie wirkt fast zu normal, ne? Also das muss man definitiv sagen. Und Enola Holmes wird von Millie Brown, irgendwas in der Mitte fehlt, gespielt, die man aus Stranger Things kennt. Und ich finde das eine Kombi, die ist großartig. Also wirklich eine tolle Story. Wir haben hier im Grunde eine junge Enola Holmes, die ihren 16. Geburtstag feiert. Der Vater ist früh gestorben, die Brüder nicht so richtig da. Und auf einmal, kurz vorm 16. Geburtstag, verschwindet ihre Mutter, hinterlässt ihr aber irgendwie Nachrichten. Und dann soll sie in ein Mädcheninternat gesteckt werden, weil Mycroft einfach sagt, sie muss jetzt hier mal eine Bildung haben und zur Frau werden. Darauf hat sie aber gar keinen Bock. Sie möchte ihr wildes, rebellisches Leben führen und so leben, wie sie möchte, und macht sich dann auf die Suche nach ihrer Mutter, trifft da unterwegs noch jemanden und hat dann auch so ein bisschen Detektivarbeit und ist nicht weniger begabt wie ihr Bruder, wenn auch so eine Spur kleiner. Ich fand die erste Hälfte sehr, sehr gelungen. Die hat mich super gut unterhalten. Danach hat es ein bisschen, finde ich, an Schwung verloren. Und da habe ich mir gedacht, das hätte man auch ein bisschen unbanaler erzählen können. Besonders cool fand ich, dass Enola mit uns spricht als Zuschauer, also in die Kamera. Das gibt es in gar nicht so vielen Filmen, dass im Grunde ja diese Wand, die man so hat, im Grunde zwischen dem Zuschauer und dem Schauspieler so durchbrochen wird. Das hat mir aber großen Spaß gemacht. Ich mag das auch in Büchern, wenn im Grunde der Charakter direkt mit mir spricht. Was man ja zum Teil auch bei Nevernight erlebt hat und mir da gut gefallen hat. Also ich finde definitiv sehenswert, ein guter Film, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Aber der einfach so in der zweiten Hälfte ein bisschen an Dynamik und Spannung verloren hat. Ich könnte mir vorstellen, dass man daraus so ein bisschen auch eine Reihe macht und vielleicht durchaus noch der ein oder andere Teil dazukommt. Denn natürlich könnte man jetzt in Enola Holmes durchaus ein bisschen wachsen sehen und wie sie ihren Weg geht und vielleicht immer mal irgendwie einen Fall hat. Ich weiß natürlich nicht, wie man diese hochkarätigen Schauspieler dazu bringt, im Grunde dann in diesen Film mitzuspielen. Aber ich fand es großartig. Also mir hat es gut gefallen. Wie gesagt, so ein, zwei Dinge, die ich ein bisschen schade fand. Aber ein guter Film und der mir wunderbare 2 Stunden sozusagen mich unterhalten hat. Und ich glaube, das war es so im Groben in der Woche. Filme, Serien gibt es nach wie vor noch nichts. Ich liebäugle damit, Stranger Things zu rewatchen, weiß aber, wenn ich damit anfange, höre ich auch wieder nicht auf. Aber das wäre sowas, was gerade gut gefallen würde, wo ich auch so ein bisschen Lust tatsächlich dazu hätte, jetzt wo es ein bisschen herbstlicher wird und man vielleicht doch wieder mehr Zeit drin verbringt. Ich glaube, mehr gibt es tatsächlich nicht zu erzählen. Ich bin natürlich mega gespannt zu euren Büchern der Woche oder der letzten Zeit. Gerne auch, ob ihr die Filme vielleicht kennt und wie ihr Christian Bale als Batman findet. Ist schon perfekt. Es gibt ja jetzt das Gerücht, dass es irgendeine Verfilmung geben soll, wo alle Batman nochmal irgendwie auftauchen, wo es so ein irgendein anderer Charakter, der auf verschiedene Dimensionen unterwegs ist und da irgendwie auf alle Batmans, die eben auch noch leben, also die Schauspieler, irgendwie trifft. Klingt mega. So Multiversums, die es ja durchaus in Gotham und in diesem DC-Universum gibt, da ist das ist viel zu vieles gut. Das war es jetzt von mir. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.